Ja, der Eikaramba und die deutschen Panzer werdet ihr euch jetzt sagen, aber ich hab halt da meinen Spleen, beziehungsweise ich, auch das habe ich schon mal gesagt, ihr schickt mir halt gerne und viel davon. So auch wieder hier geschehen, der E-75, aber hier mit der Stockkanone. Das habe ich, glaube ich, so auch noch nicht so häufig, beziehungsweise vielleicht sogar noch nie gezeigt. Also die Stockkanone, die ist dann doch eher seltener zu sehen, sondern immer die fette. Deswegen umso spannender zu sehen, was denn der Dominik hier da so anstellen wird damit. Auf jeden Fall fahrt er natürlich jetzt Richtung Punkt da nach vorne, sage ich mal. Also Punkt ist natürlich zu viel gesagt, aber hier diese, wie sage ich da am besten, diese Banane? Ne, das ist keine Banane, das ist eine schlecht gewachsene Gurke. Also die 1er-2er Linie, da fahrt er jetzt gerade hin. Und müht sich hier sozusagen ab. Er nimmt den längeren Weg, der etwas länger auch dauert. Hier nehme ich auf dieses Plateau hoch. Und will dann wohl von da aus ein bisschen wirken. Als Top-Tier hat es natürlich mit der Kanone ein bisschen leichter, das ist ganz klar. Allerdings, was von Eiern zeugt, dass er nur normal Schuss mitnimmt und keine Premium, die hätte er natürlich auch noch einpacken können, aber nein. 37 normale, 5 HE und das war's auch schon. Also, er hat Eier. Das kann man schon mal attestieren. So, da war zuletzt der T-37 gespottet. Oh, da ist ein Objekt. Deswegen auch nur die 316 Schaden. Jetzt ist das Objekt hier... Ich kette ihn. Ja, jetzt kette das Objekt. Sehr gut. Nun bekommt er aber schon die Hits, beziehungsweise sein Nachbar. Jetzt merkt das Objekt... Oh ja, da ist ja noch einer neben mir. Und auf den fahrt er jetzt zu. Jetzt sind hier ganz schön viele Gegner. Aber den T-37, der da so rumgeguckt hat, den hat er einfach mal weggenommen. Denkt sich natürlich auch, so eine Schmeißfliege, den nehme ich einfach mal raus. IS-6. Auch direkt gekettet. Der T-34, also sie sind hier zu zweit gegen dann doch ein paar Überhandgegner, kann man schon so sagen. Aber es ist Objekt nicht mehr viel HP, der IS-6 auch nur noch 500. Also fleißig Ware hier. Oh, jetzt nur noch 46. Die machen hier einen tollen Job. Beziehungsweise der T-34 ist schon weg. Also er jetzt hier alleine. Jetzt konnte er das Objekt rausnehmen. Ihr Sechs hat ihn gekettet. Hinter ihm kommt jetzt der KV-5 rum. Deswegen, er muss jetzt ein bisschen weiter vorfahren. Fahrt auf den Ihr Sechs jetzt drauf. Nimmt den auch mit dem Autoshot nochmal einen Hit weg. Der andere Ihr Sechs sogar... Au, oh, nochmal. Wirklich, der macht es ja hier ganz fein. Jetzt kuschelt der Ihr Sechs. Auto-Aim hat er drin. IS-6 trifft ihn hier mit Premium. Er hat aber auch nochmal einen gemacht. Also er ist hier ja wirklich aktiv. So, jetzt macht er nach wie vor Auto-Aim. Der hat aber diesmal nicht geklappt. So, der KV-5 auf den Kettets wollte jetzt wohl kurz gehen. Nochmal Auto-Aim. Hat er jetzt Glück gehabt, dass der IS-6 so eine kleine Nickbewegung gemacht hat. Deswegen konnte er da drauf. Jetzt fährt der IS-6 so weg, dass er ihm die Seite anbietet. Und dementsprechend kriegt er dann nochmal den Hit. So, und jetzt will er auf die Kommandantenkuppel gehen. Nein, der prallt da ab. An sich gut gedacht. Auch vorne gibt es so einen... Ich pausiere es mal schnell, weil das kann ich euch zeigen. Hierauf, da in dieses Viereck... Also da getrauen treffen. Das ist einer der Weakspots vom IS-6. Da drauf schießen, dann tut es euch ein bisschen leichter natürlich. Klar, hier oben drauf geht auch immer, aber wie gesagt, hier geht's gut. Okay, weiter geht's. Aber geht auch da, wie man sieht. Ja, 3794 Schaden, 4 Kills. Läuft bei ihm, wie man in der Jugendsprache so sagen würde. Jetzt orientiert er sich ein bisschen zurück,
Wobei es steht 8 zu 6 für sein Team. 8 zu 7, 8 zu 8, okay. Hab nichts gesagt. Ah, da hinten kommt jetzt der Gegner auch rum. 8 zu 9, ja. Also hier die beiden. Das sind die, die spannend werden für ihn. Der müht sich jetzt hier den Berg ab. Aber er dürfte gleich oben sein. Der eine M103. Beziehungsweise es gab ja noch einen. Was war denn da vorher noch? Was ist denn da? Das ist nur einer. Naja. Aber auch der ist jetzt weg. So, da hinten noch ein IS-3. Der dreht sich jetzt ein bisschen seitlich. Konnte also deswegen umso leichter noch durchschlagen. Feuererlaubnis erteilt. Auto-Aim halt wieder. Ja. Ging auch. Aber auch wiederum nur durch die Bewegung vom IS-3. Und da drüben jetzt auch noch ein T-28. Und ein T-25-2. Jetzt steht es mittlerweile 9 zu 12 für den Gegner. Der Rheinmetall unterstützt ihn da ein bisschen aus der Mitte. Und jetzt muss er auf den Prototyp gehen, um da den Rheinmetall zu helfen. Der Rheinmetall nimmt den T-25 raus, aber die Arti in der Zwischenzeit nimmt den Rheinmetall raus. Jetzt steht es 10-13 nur noch. Jetzt muss er aufpassen, er ist offen. So, jetzt will er oben auf den Turm schießen, aber das ist nicht so einfach. Gar nicht so easy, weil, ja, ich wollte gerade sagen, die Arti wird sich jetzt nämlich auf ihn da einaimen, solange er denn da immer wieder aufgehen wird. Und er steht eben nicht Arti safe, also die kommt hier auf jeden Fall rein, wenn sie denn will. Und da ist der IS-3. Da prallt er ab. Aber das Schöne an der Kanone ist, die er hier gemountet hat, dass die Schüsse recht schnell fliegen. Also und natürlich auch der Reload deutlich angenehmer ist. ...13 Schuss hat er noch. 18, wenn wir die HE-Granaten mitzählen. Wo ist denn der T-28? Da ist er ja endlich wieder. Sein T-28... ist jetzt hinten schon in der Nähe vom Cap-Bereich, wird also gleich die Arti wohl aufdecken. Und da ist der IS-3 auch wieder offen. Und er konnte jetzt endlich den Prototyp, aber beide, sowohl IS-3, ne, nur der Prototyp, ich habe schon gesehen, okay, der IS-3 ist abgeprallt, habe ich jetzt kurz falsch geguckt. Jetzt nimmt er den Prototyp raus, sehr gut, aber Centurion hat seinen T-28 gekillt. Das heißt, er ist jetzt alleine gegen die letzten vier. Inklusive Arti. Fünf Kills hat er auf jeden Fall. Die nimmt ihn keiner mehr weg. Jetzt wird er sich da Richtung Gegnerbase orientieren. Dass er vielleicht der Centurion mal über den Weg fährt. Aber der SDA ist auch noch da. Und der wird bestimmt nicht mehr da in der Mitte sein. Hier sehen wir mal das Schlachtfeld, was er da hinterlassen hat. Da ist der Centurion. Auto-Aim und schnell weg. Sofort wieder ein bisschen zurückziehen, dass er wieder weniger Probleme mit der Arti hat. Aber da plötzlich kommt der SDA hinter ihm. Auto-Aim dreht sich mit. Nimmt den SDA raus. Jetzt noch der IS-3. 7 Kills. Radley Walters ist greifbar nahe. Und auch der IS-3 dürfte hier bald auftauchen. So, wo ist er? Das ist nur die Frage. Da ist er. IS-3 prallt ab. Er nimmt ihn sofort raus. Ja, 8 Kills, 6300 Schaden. Er kuschelt wieder ein bisschen Richtung B.
Berg oder Hügel in dem Fall, dass die Arti ihn nicht hoffentlich direkt trifft. Fahrt hier ein wenig wirr, um die Arti aus dem Konzept zu bringen. Und fahrt weiter Richtung seinem Cap-Point. Vermutet er wohl die Arti da hinten, dass die Richtung Cap fahrt? Mal schauen, ob er damit auch recht behält. Aber noch nichts da. Jetzt kann man natürlich ein profanes Mittel, und das macht er wohl auch, durch die Mitte fahren. Da hat er die möglichst große Aufdeckpräsenz. Weil wenn er sowohl die 8er, 9er Linie fahren würde, dann würde er nur genau diesen einen Weg sehen. Bei der 1er, 2er Linie exakt dasselbe. Aber hier in der Mitte, da sieht man sowohl so ein bisschen nach vorne, nach hinten. Kann also da einfach mal mehr aufdecken. Und eventuell natürlich auch zu den Cap Points zurückfahren. Wirklich spannend, wo die Arti jetzt auftauchen wird. Ob sie noch stupide da hinten A6, A7 steht oder ob sie sich vielleicht auch schon bewegt hat und ihm hier mit einem Schuss sein Spiel verderbt. Ich muss auch gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Niederlage oder ein Sieg ist. Normalerweise habe ich das immer im Kopf, aber hier weiß ich es gerade wirklich nicht mehr. Er schreibt anybody on. Aber sein Team hat wohl schon lange sich gedacht, nee, das wird nichts mehr und ist schon raus. Mit 8 Kills hatte wohl keiner mehr gerechnet. So. Die Fahrzeugwracks auf seinem Weg auf jeden Fall zählbar. Arti immer noch nicht zu sehen gewesen. Und jetzt fahrt er gleich in den Cap. Ist die Frage, wird er cappen oder wird er die Arti suchen? Die Zeit rennt ihm natürlich da auch weg. Die Zeit würde noch langen, um zu cappen. Ja, er stellt sich in den Cap. Vielleicht macht er dabei auch die Arti direkt noch auf. Da ist er auch schon. Und da kommt er auf sie drauf. Oh nein, er macht nicht mal Schaden. Er hat HE geladen. Seht ihr unten ganz gut. Hier trifft er die Arti. Bewegt sich aber nicht mal auf ihn drauf. Man sieht, der Turm ist starr. Also von dem her keine Ahnung, was die Arti da geritten hat. Egal, 9 Kills, 6750 Schaden gemacht und das mit der Kanone. Da kann man einfach nur sagen, deutsche OP, nein, ganz im Spaß, der Panzer ist wirklich gut. Und wer sagt, dass die Deutschen nichts können, sondern immer die Russen OP sind, der hat das Spiel nicht verstanden. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und alles Gute, Schöne, Tolle. Euer Alcaramba.